Wenn man sich als Fahrgast in Wien dem weißen U auf blauem Hintergrund nähert, dann weiß man, die Maskenpflicht, die gilt nach wie vor. Doch ist diese noch zeitgemäß? Darüber sind sich die Experten momentan ein wenig uneins. Manche, wie Umweltmediziner Hans-Peter Hutter, die sagen ja. Andere, wie Hygienikerin Miranda Suchomel, sagen, es soll hier lediglich eine Empfehlung geben. Der zuständige Stadtrat in Wien, nämlich jener für Gesundheit, Peter Hacker, der sagt, nach wie vor soll die Maskenpflicht hier umgesetzt werden. Die Pandemie sei erst dann beendet, wenn dies auch von der WHO tatsächlich aufgerufen und ausgerufen wird. Man würde sonst einen Zwergerlaufstand machen und das bräuchte es nicht. Zumal auch hier in Zeiten der Grippe die Zahlen deutlich zurückgegangen sind. Andere wiederum sagen, man solle hier vielmehr die aktuelle Spitalszahlen auch zu Rate ziehen. Es gibt hier lediglich 372 Patienten in den Wiener Spitälern im Zusammenhang mit Covid. Und Komplexitätsforscher Peter Klimek, der wiederum argumentiert damit, dass er sagt, man sei den ganzen Tag ohnehin sehr vielen Kontakten ausgesetzt und dementsprechend gering sei eigentlich das Ansteckungsrisiko, wenn man das auch vergleicht mit anderen Städten und den Öffis dort. Also auf jeden Fall eine Debatte, die weiter anhalten wird. Wien weiterhin das einzige Bundesland, das die Maskenpflicht in den Öffis hat. Die Debatten dazu, die werden auf alle Fälle weitergehen, vor allem dann, wenn die Zahlen weiterhin so niedrig sind.